Haben wir eigentlich Knoblauch vergessen? Ja, natürlich haben wir Knoblauch vergessen. Weil ich dran gedacht habe. Nee, warte. Knoblauch. Ja, okay, sehr gut. Das ist dein Part. Ihr fragt euch sicherlich, wo der Knoblauch war. Moin, ihr Sizzler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erwartet euch eine Bolognese, wie ihr sie wahrscheinlich selber noch nie zubereitet habt und gegessen habt. Wir haben hier ein paar Sachen vorbereitet. Geschmacklich wird es, glaube ich mal, was ganz anderes. Und wir haben zwei, drei Zutaten, die klassisch gar nicht in eine klassische, originale Bolognese gehören, aber das Ganze sicherlich aufwerten. So sieht das Ganze aus. Und vor allem werden wir ein klassisches Gericht aus der heimischen Küche nach draußen auf unseren Grill holen, weil ja, doch eher untypisch, sowas draußen zu machen. Aber wir wollen euch natürlich auch zeigen, dass solche Klassiker auch perfekt draußen zubereitet werden können. Und haben hier schon ein paar Zutaten vorbereitet. Ja, mitunter habe ich hier einen Topf und also... Es ist, das ist auch eine Zutat. Es ist ein Dutch Oven und ich habe mir überlegt, ich mache mal Unterwärtshitze an. Nicht, dass ihr euch wundert, das Ganze kann man in so einem Dutch Oven klassisch mit Briketts machen. Das heißt, wir könnten als Unterhitzequelle Briketts nehmen. Wir können das auch auf einen Gasgrill stellen oder ähnliches. Wir nutzen heute allerdings unser Kochfeld, hat den einfachen Grund, ein Großteil des Rezeptes spielt sich, also eigentlich alles des Rezeptes spielt sich hier drin, aber und ihr wollt ja sicherlich auch sehen, was da passiert. Wäre doof, wenn es hinter uns wäre. Von daher nutzen wir heute unser Kochfeld. In erster Linie ist heute arschkalt und da haben wir uns gedacht, bevor wir noch mehr Zeit verplempern und noch Kohlen heizen, machen wir das jetzt mal ganz schnell und quick and dirty. Aber ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das am liebsten möchtet. So ist es. Gut, ich würde schon mal vorschlagen, ich schneide dir ein bisschen das Gemüse hier schon mal klein, weil das ist die Grundlage erstmal einer jeden Bolognese. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Egal welche Bolognese. Als erstes kommen immer Zwiebeln, Karotten mit rein. Dann schnibbel ich schon mal klein. Genau. The world is beautiful. Das hier sieht aus wie normales Rinderhack, ist es aber nicht. Und an der Stelle dürft ihr gerne mal pausieren und in die Kommentare schreiben, was könnte das hier für ein Tier sein. Nicht mogeln und einfach weiter vorspulen, sondern jetzt in die Kommentare schreiben. Das ist wichtig. Aber du wirst es uns genau jetzt erklären, was es ist. Ja, und zwar haben wir uns diesmal für Wildschwein entschieden. Das Wildschwein habe ich von meinem guten Freund Robert bekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und wir haben uns überlegt, oder beziehungsweise haben wir uns eine Frage gestellt, kann man vielleicht noch ein bisschen anderen Geschmack durch anderes Fleisch reinbringen? Klassischerweise wird es ja mit Rindfleisch, meistens gemacht. Ja. In manchen Regionen sogar mit Schweinefleisch. Und wir haben jetzt einfach mal überlegt, wie können wir noch einen besseren Geschmack ranbekommen oder einen anderen Geschmack und haben mal Wildschwein genommen. Das entsprechend als gehackte Form verwendet. Und wir erhoffen uns einfach so einen leicht herberen Geschmack noch, weil Wild ja doch einen durchaus intensiveren, herberen Geschmack hat. Und den wollen wir heute in unsere wilde Bolognese mit einfließen lassen. Wir fangen mal an mit dem Brutzeln. Der Topf ist auf jeden Fall schön warm. Ich mache noch ein bisschen Öl rein. Und jetzt machen wir eigentlich den klassischen Weg. Zuerst schwitzen wir die Zwiebeln an, dass die so ein bisschen glasig werden, ein bisschen Farbe bekommen. Danach kommen die Karotten dazu. Oh. An der Stelle kurze Anekdote. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber eine richtig gute Bolognese ist nicht in einer halben Stunde fertig, sondern köchelt über viele Stunden, weil über dieses viele Stunden Köcheln einfach die Geschmäcker sich konzentrieren, genau, erst richtig da sind. Wenn ich meistens sonntags eine Lasagne zum Beispiel mache, setze ich die Bollo vormittags an, um abends zu essen und lasse die wirklich über den halben Tag köcheln. Das ist richtig geil, kann ich nur empfehlen. Wie auch ich immer. Ich lade mich auf jeden Fall nächsten Sonntag bei dir ein. Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche Sonntag eine Lasagne gemacht. Ah, verdammt, also diese Woche nicht. Nee, diese Woche nicht. Als nächstes kommt auf jeden Fall das Hackfleisch rein. Wir werden das jetzt hier so ein bisschen mal von den Zwiebeln und Karotten getrennt machen. Das heißt, die schiebe ich so ein Stück weit zur Seite, denn wir wollen jetzt, dass dieses Hackfleisch richtig schön braun wird und am Boden auch so ein bisschen Bratensatz abgibt. Ich habe oft im Netz schon Rezepte gelesen, da steht das Hackfleisch grau anbraten. Ich persönlich finde es viel geiler, wenn ich es braun anbrate, nicht nur grau, dass ich eben diese Röststoffe habe, die sich dann gerne auch am Boden richtig fest werden können, denn nachher lösen wir die noch. Aber jetzt heißt es erstmal sicherlich 5, 6, 7 Minuten warten, nicht zu viel umrühren. Das Hackfleisch soll Farbe kriegen, wenn ich zu viel rühre, funktioniert das auch nicht so gut. Ich habe nebenbei, damit ich nicht ganz wie ein Wildmannsgehilfe da stand, schon mal das Kraut hier abgemacht. Unser Hackfleisch konnte jetzt einige Minuten lang anbraten. Am Anfang verliert das immer Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist verkocht und dann entsteht irgendwann Bratensatz. Hier der ganze Boden hat jetzt überall so ein bisschen
Röstaromen dran kleben. Die kriegt man auch so einfach nicht weg. Dafür brauchen wir richtig nicht das Tomatenmark, sondern den Wein gleich. Aber den mach ich schon mal auf. Genau, mach schon mal auf und riech dran. Im nächsten Schritt werden wir Tomatenmark da reinkippen. Warum wir das machen, kann ich euch auch erklären. Wir wollen diese Bolognese, Achtung, gefährliches Halbwissen, kommt's. Tomatisieren. Das ist keine Ahnung, wir sagen einfach, das ist jetzt genau, fertig. Genau, wir tomatisieren die jetzt. Das Tomatenmark hat natürlich richtig Power und Geschmack und sorgt auch dafür, wenn wir das so ein bisschen anschwitzen, dass das eine schöne dunkle Farbe kriegt. Genau, und es entwickelt ja auch durch dieses Anschwitzen erst ein richtiges, volles Aroma. Ja. Und das wollen wir natürlich am Ende in dieser Bolognese haben. Das ist einer der Hauptgründe, warum das nicht einfach reingeklatscht wird und verkocht wird, sondern auch ein bisschen Schmackes kriegen kann. Ah, das sind tolle Bilder. Wir können jetzt übrigens ablöschen. Das Sehr ist jetzt gut. Ein wichtiger Punkt. Rotwein. Wein hat immer einen Säureanteil. Und diese Säure sorgt A für Geschmack. Säure hebt den Geschmack. Und B können wir damit wunderbar Röstaromen vom Boden lösen. Das funktioniert im Dutch Oven, funktioniert aber auch wunderbar in einem Kochtopf. So, ich habe jetzt erstmal nicht alles reingemacht, sondern, also alles werden wir so oder so nicht reinmachen. Aber so können wir wunderbar die Röstaromen lösen. Ein bisschen kratzen. Und dann haben wir diese schöne Rotweinaroma. Und es sieht fantastisch aus. Dieser Nebel. Übrigens sollte man wirklich immer Rotwein nehmen. Also vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, kann ich auch Weißwein nehmen? Es bietet sich wirklich immer an, aufgrund des Aromas, der Intensivität? Ja. Ja, Intensivität. Einen Rotwein zu nehmen, weil er einfach viel mehr Geschmack hat. Eine viel bessere, leckerere Säure auch mit bietet. Und deswegen nehmen wir den. Dann lassen wir den noch kurz ein bisschen verkochen, nehmen es dann einmal von der Hitze runter, dann kann man vielleicht den nächsten Schritt ein bisschen besser sehen. Der Rotwein ist jetzt größtenteils verkocht. Das ist der Moment, wo wir die nächste Zutat in diesen Dutch Oven bringen. Und zwar habe ich hier stückige gehackte Tomaten, nicht einfach nur passierte Tomaten. Warum? Ich glaube, es macht Sinn, einfach ein bisschen Stücke da drin zu haben. Was denn? Jetzt habe ich eine Frage gestellt. Warum? Unterstützen die Konsistenz der Bollo, deswegen nehmen wir jetzt nicht einfach nur passierte. Das sind, glaube ich, 3 Dosen. Mal gucken, ob die reichen. Wir haben sonst noch eine 4. und eine 5. Dose davon. Und ich würde jetzt einfach mal reinkippen. Und dann sieht das Ganze auch schon ein bisschen nach Bolognese aus. Zumindest, wenn ich einmal umgerührt habe. So, guck mal. Ah, sehr schön. Auch das Hackfleisch hat sehr, sehr schön die Farbe aufgenommen. Also es ist nicht rot durchs Tomatenmark, sondern richtig schön braun. Auch durch den Rotwein natürlich. Und ja. Das sieht doch schon richtig lecker aus. Das sieht richtig gut aus. Jetzt fehlen natürlich nur noch die Gewürze. Ja, und für die Gewürze, was eine Überleitung. Hammermäßig. Für die Gewürze haben wir uns heute für unsere mediterrane Gewürzmischung von unserem lieben Freundin Jörn entschieden. Die findet ihr natürlich auch bei uns im Shop, www.sizzlebrothers-shop.de. Und sie ist einfach perfekt für solche mediterranen Gerichte, wie eben eine Bolognese geeignet. Da sie sowas wie Knoblauch drin hat, sie hat Thymian drin, sie hat Paprika mit drin. Also bringt nochmal ordentlich Geschmack Italiens quasi rein. Ja. Und das werden wir jetzt als Gewürz nehmen. Zusätzlich habe ich hier aber auch noch frische Gewürze genommen, einfach weil Rosmarin fehlt hier zum Beispiel. Ich persönlich bin aber ein großer Rosmarin-Fan. Ich auch. Und hier haben wir auch noch was, da komme ich aber gleich zu. Jo. Perfekt. So haben wir schon mal ein bisschen Würze rangebracht. Wir schmecken das gleich aber nochmal mit Salz und Pfeffer ab. Hab ich aber auch schon. Einen Trick haben wir noch vorbereitet, weil ihr habt euch sicherlich schon gefragt, warum hier die ganze Zeit so ein komisches Ei rumliegt. Ein Tee-Ei. Wir wollen uns jetzt hier keinen Tee aufkochen, aber wir wollen den... Schade. Können wir auch machen. Aber in erster Linie wollen wir den Wildgeschmack noch ein bisschen unterstützen und haben dafür Lorbeer. Okay, Lorbeer gehört auch eine normale Bolognese, zumindest mache ich es immer mit ja? Lorbeerblatt. Okay. Sonst haben wir nämlich hier noch 2x Piment und 2 Nelken. Und die packen wir nämlich jetzt hier in dieses Ei. Den Trick habe ich von unserem lieben Julian gelernt. Weil so haben wir nicht das Problem, dass später gegebenenfalls jemand auf so eine Nelke beißt. Weil das ist super, super unangenehm ja. Und das wollen wir nicht haben. Und so ein Tee-Ei findet man doch relativ gut wieder. Und das ja, wer darauf beißt, sollte es auf jeden Fall ganz gut merken. Das denke ich auch. So viel steht fest. Und das kommt einfach hier mit rein und das lassen wir dann mit köcheln. Und so kann es dann das Aroma abgeben. Salz, Pfeffer, soll ich schon mal was ranmachen? Das kannst du schon mal mit ranmachen. Und ich überlege auch gerade, dass wir eventuell noch mal eine Charge
passierte bzw. gehackte Tomaten mit reinmachen. Ja, ich würde gleich auch nochmal nachgießen. Ansonsten, ja, wenn es jetzt fertig gewürzt ist, wir schmecken das natürlich am Ende nochmal ab. Kommt es auf den Grill, da haben wir ein bisschen weniger Hitze als hier. Hier könnten wir auch runterfahren, aber hier wollen wir uns gleich noch ein paar Spaghetti kochen. Das heißt, auf dem Grill lassen wir das sicherlich eine Stunde oder zwei köcheln. Genau. Wie gesagt, man könnte das jetzt auch noch den halben Tag köcheln lassen. Eine Stunde oder zwei muss heute reichen. Aber alle Zutaten und die ganze Zubereitung findet ihr auch nochmal ganz entspannt zum Nachlesen bei uns auf dem Blog www.sizzlebrothers.de. Da ist das alles nochmal niedergeschrieben. Unsere Bolognese ist fertig. Wir haben sie gut anderthalb Stunden köcheln lassen. Das muss heute reichen. Ist auch gar nicht mal so leicht. Hat halt einfach nichts im Arm, der Typ. Ja, was soll ich machen? Pudding in der Arme. Zu viel Pudding gegessen. Hier in der Kokotte haben wir angekündigt. Gordi hat hier ein paar Spaghetti gekocht. Magst du mal Teller anrichten? Zu Hause, wenn ich da eine Bolo mache, mache ich ganz gerne, wenn es mir zu viel Säure ist von Rotwein, Tomate und so weiter, noch ein bisschen Zucker mit rein. Zucker ist immer gut, kontert die Säure. Das heißt, wenn es dir zu säuerlich schmeckt, ein bisschen Zucker, dann geht's wieder. Und ansonsten, das ist jetzt eine Sache, wo Corby sagt, das geht gar nicht. Und wahrscheinlich auch viele andere sagen, das geht gar nicht. Ich mache manchmal noch so einen Schuss Sahne mit rein, dann wird die ein bisschen heller. Und ich finde es geil. Aber das ist wohl so, dass das eigentlich nicht reingehört. Kann man aber machen, meiner Meinung nach. Wenn euch solche Rezepte gefallen haben, also die aus der klassischen Küche kommen, dann schaut doch auch unbedingt mal unser Gulasch-Rezept an. Da hat nämlich unser lieber Carsten, der Fleischermeister unseres Vertrauens, einen Original Gulasch gemacht. Ja, und das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Absoluter Wahnsinn. Wir werden das Ganze jetzt hier probieren. Aber ich weiß jetzt schon, wie es schmeckt. Nämlich sehr, 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 sehr lecker. Ich bin gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Däumchen hoch. Nicht vergessen, gerne noch ein Abo da lassen. Haut rein. Ciao. So, komm, jetzt bin die ich alte gespannt. Technik. Wie machst du es? Auf den Löffel immer und dann von der Gabel in den Mund. Ist ja auch eine Glaubenssache. Ich drehe immer so und mache dann auch meistens genau den hier. Mit der Bollo machst du nichts falsch.